Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer frisch frischen neuen Aufnahmesession von Assassin's Creed Origins. Ich habe mir hinten mal einen Marker gesetzt. Da war doch so ein unbekannter Ort, den würde ich mir gerne mal angucken. Ich hätte dafür aber gerne ein Boot. Kriege ich hier ein Boot? Da muss ich da jetzt hin warten? Wahrscheinlich werde ich gleich von einem Krokodil angegriffen. Ist nicht ein bisschen dumm, hier so rumzulatschen. Aber gut, ich mache einfach weiter damit. Anstatt dass ich über die sichere Insel gehe. Was war das? Naja, das war das mit den Ritualstätten. Ah ja, hier war das ganze Blut, wodurch ich jetzt gerade einmal durchschwimme. Sehr angenehm, höchst angenehm. Ich will gar nicht tauchen, ich will eigentlich nur dahin. Also hat jetzt keiner Boot für mich über. Kann mir das Große da klauen? Da sind bestimmt keine Feinde drauf. Das sieht schon so freundlich aus. Jetzt kann ich wieder laufen. Jetzt muss ich wieder schwimmen. Jetzt kann ich wieder laufen. Jetzt muss ich wieder schwimmen. Ja, die stehen mir gerade halt echt volle Knorke im Weg. Oh, guck mal da. Ich will an euch vorbei. Ich habe gerade echt keinen Bock auf Beef, Leute. Ich mag eigentlich nur da hinten. So hinter... Da müsste so eine kleine Insel sein, direkt hinter denen. Die haben bestimmt geiles Loot auf dem Schiff. Ein andermal. Ich sehe da auch schon wieder so viele brennende Fässer. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Auf der Gamescom habe ich es gespielt und da war halt auch die Mission, die man spielen konnte. Hä? Seid ihr? Ah, fuck. Ihr seid das Unbekannte. Ihr seid das fucking... Ihr seid das fucking Fragezeichen! Oh, fuck. Ja gut, dann Planänderung. Gucken wir uns das mal an. Auf der Gamescom habe ich auch eine Mission gespielt, die zum Teil auf dem Schiff stattfand. Und ich bin gestorben, weil das Schiff so eng war und ich mich selbst in Brand gesetzt habe. Na, hier sollte ich vorsichtig sein. Das wollte ich nicht. Ah, shit. Sieht mich hier schon jemand? Ne, noch nicht. Ah! Aber klar. Nein! Oh, ich dachte, du kommst da irgendwie rum. Lass mal auf der anderen Seite. Ich kann mich einfach ins Getümmel werfen, aber ich habe jetzt auch schon wieder seit einer Woche nicht gespielt und habe die Steuerung bestimmt schon wieder vollends vergessen, so wie ich es immer tue. Warum tut er das denn? Ich will da hoch! Boah, jetzt gehst du mir aber auf den Sack, Alter. Wie viele sind hier denn? Oh, schon ein paar. Oh, jetzt hat er schon wieder getan. Ich werde irre. Also, so dumm sind sie doch nicht. Ah! Ich könnte deinen Tod ganz genüsslich essen. Er versucht wegzuschwimmen. Nein, tue ich gar nicht. Sehen Sie mich noch? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich würde gerne direkt auf die andere Seite und den Hauptmann töten. Können wir so schnell tauchen? Anscheinend. Genau, taucht da einmal drunter durch. Nee, hoch, hoch, hoch. Geh ich da nochmal hoch? Ja, verdammt, jetzt haut er ab. Jetzt runterkommt, habe ich natürlich ein Problem. Was? Shit, warum hast du das denn jetzt gemacht? Wen hole ich mir? Ich kann leider kein Doppelattentat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich verharre einfach mal ein bisschen unten, jetzt haben sie mich wieder verloren. Sehr gut. Der starrt mich halt gerade volle Kanüle an, wenn er sich mal ein bisschen wegdrehen würde. Was hat er denn jetzt hin? Was geht denn mit dem? Ich will hier irgendwo hoch. Hey!
funktionieren. Ich werde dich finden. Und dann war's das für dich. Hey, was? Ich bring dich um. Ah. Okay, der war jetzt auch nicht so. Ach so, ich bin hier durch? Ach, die bringe ich trotzdem noch um. Heißt doch, ich muss erstmal wieder reinkommen. Aber die waren jetzt wirklich nicht so schwer. So, ich will sie natürlich looten. Nee, tragen möchte ich die nicht. Ah, ich habe jetzt ein Boot. Fällt mir gerade auf. Ich meine, ich habe die alle getötet. Das ist jetzt meins. Der hat auch nichts. Es war tatsächlich nur den Typen hier töten. Es gab keine... Oh, fucking Gott. Die haben Löwen. Ich hätte die Löwen einfach freilassen sollen. Dann hätten sie die Löwen getötet. So, wie schwimme ich denn jetzt mit diesem Boot? Wie wird das hier gelenkt? Wofür brauche ich es überhaupt? Will ich überhaupt ein Boot? Brauche ich überhaupt ein Boot? Oh, nein. Ja, natürlich. Okay, ich sehe gerade, ich habe ein Problem mit der Elgato. Wir sehen uns dann hier an der Stelle wieder. Ich speichere das kurz ab. Ich glaube, ich muss einmal komplett neu. Wir sehen uns gleich wieder. Warum auch immer ich jetzt hier bin und er mich nicht auf meinem Schiff rausgelassen hat. Aber da bin ich zumindest wieder. Ich sag's doch, Leute, die Elgato-Software ist manchmal so empfindlich. Weißt du, ich wollte starten und hatte die beknackte HDCP-Sperre von der PS4 noch drin, weswegen die Software nicht richtig funktioniert hat. Da musste ich die Software nochmal schließen. Hab die HDCP-Sperre rausgemacht und dann die Software halt wieder geöffnet, aber ab da fing sie halt an rumzuspacken. Das Einzige, was da hilft, ist nochmal alles ausschalten, die Software zu deinstallieren, Computer neu hochfahren und Software neu zu installieren. Und ich hoffe, jetzt hat das wieder. Ich bin mir noch nicht sicher, es schlägt zumindest ein bisschen aus. Das ist der In-Game-Sound, das dann... Nennt man das Mono und das andere, das ist dann quasi nur auf einer Spur ist. Ihr wisst, was ich meine, ihr habt es ja bestimmt gehört. Es geht mir hart auf die Nüsse. Der müsste eigentlich von der Garte so langsam mal ein Patch rauskommen, aber kommt irgendwie nicht! So, ich wollte eigentlich... Ist das jetzt noch aktiv? Erzähl mir keinen... Oh, das kann ich vorher gerade sagen. Das war das Fragezeichen. Dann würde ich mir gerne das Fragezeichen hier einmal angucken. Dann machen wir uns dahin auf den Weg. Ich kras gerade so ein bisschen Fragezeichen ab. Ich habe es nicht so eilig, irgendwie mit der Hauptquest weiterzumachen. Guck mal, da vorne wäre auch ein Bötchen für uns. Das hat sich ja lustig gewählt. Ich werde jetzt noch ein bisschen auf die, hier auf die Software achten, aber zumindest gerade sieht es gut aus. Es schlägt bei beiden aus. Ja, es tut mir wirklich leid. Und mir geht's hart auf die Nüsse. Aufsitzen würde ich gerne, ja. Allerdings in die andere Richtung. Also, da möchtest du entspannt eine Runde durch Ägypten reisen und euch damit unterhalten. Und dann kommt die Technik und sagt so, nope! Fucking nope! So, was mache ich denn hier? Warum fahre ich so blöd? Mama, ein bisschen schneller. Der ist besser. Der ist viel besser, aber da bin ich auch schon. Das Boot war irgendwie so ein bisschen unnötig. Das sah ein bisschen weiter weg aus. Auf der Karte, komm, da können wir direkt wieder runter. Naja, Ort entdeckt. Oh, Krokodilsnest? Tot? Nein, es ist nicht. Scheiße. Ist es jetzt tot? Nein, es ist nicht. Scheiße. Stirb doch mal. Danke. Es sind aber noch ganz viele. Oh mein Gott, es sind wirklich viele. Ich sehe den Kopf nicht. Da habe ich den Kopf auf jeden Fall. Ja, das hier hat mir den Arsch zugedreht. Deswegen. Und da hatte ich keine Pfeile mehr. Ahaha! Ich weiß nicht, wie viele es noch sind, um ehrlich zu sein. Ich sehe jetzt gerade nur das da hinten. Und das da. Hallo! Ja, komm her! Ich habe keinen. Ach, ich habe einen Pfeil! Das war der böse Schwanz. Ist es tot? Ja, da hinten ist noch eins. Ich kriege hier noch einen Pfeil wieder. Irgendwelche Säcke? Ich hab einen. Drehst du mir gerade den Kopf zu? Nee, leider nicht. Na, trotzdem tot. Katschus! Oh, das war ja riesig. Deswegen hat es vielleicht auch so viel gebraucht. Das wäre ja riesengroß. Habe ich jetzt aber auch Fettleder für bekommen. So. Oh, da schwimmen ja noch mehr. Habe ich denn... Ganz kurz. Tiere töten eins. Okay, eins hat auch gereicht.
Aber schwimmt da jetzt noch eins? Da schwamm doch gerade eins. Erzähl mir doch da hinten, ja. Ich werfe das harte Leder von dem hier. Schnell weg! Okay, aber... Ich hab alle gelootet. Oh, da hinten ist... Da unten ist noch was. Ah, irgendwas Tolles. Okay. Ein Zepter. Das glaube ich nicht so meine Weapon of Choice. Oh nein! Ach, komm schon! Was ist denn mit der Software los? Ich check das nochmal ab. Es tut mir so leid. Das ist voll die Katastrophentechnik-Folge. Aber ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Wir haben das gut. Die ist das getötet. Ich pausiere hier kurz. Bis gleich. So, Leute. Jetzt gerade sieht es wieder ganz gut aus. Ich weiß nicht, was das für ein Akt ist. Ich habe jetzt alles nochmal, also tausendmal deinstalliert, neu installiert. Ich habe an der Software, an der Hardware, habe ich gerüttelt. Und danach ging es jetzt wieder ein bisschen. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt stabil bleibt. Ich sollte mich beeilen, damit ich zumindest diese eine Folge hinbekomme. Alles, was danach kommt, steht noch in den Sternen. Da habe ich noch ein Fragezeichen. Kann ich da irgendwie schneller hin? Obwohl, ich habe ja mein Bötchen. Ich habe ja mein Bötchen. Währenddessen kann ich auch in Ruhe auf die Software gucken, ob da alles gut aussieht. Ich müsste erstmal wieder drehen. Was da hinten hin? Da hinten zu dem nächsten Fragezeichen. Weiß echt nicht, was das ist. Aber auch erst, also wie gesagt, Software tausendmal gemacht und erst nachdem ich an der Hardware ein bisschen gerüttelt habe, weißt du, so ganz klischeehaft, einfach mal an den Kabeln wackeln, was man ist, dann ging es jetzt wieder einigermaßen. Aber ich weiß noch nicht, wie lange. Ah, das macht alles keinen Spaß. Also das Spiel hier macht Spaß und das Let's Play macht Spaß, aber ich hasse Technik. Ich hasse alles Technische. Ibäh. Ich hab's nur dann lieb, wenn es funktioniert und das tut das einfach viel zu selten. Aber wir genießen jetzt einfach mal die Fahrt hier durch die Nacht. Zumindest jetzt gerade noch auf beiden Kopfhörern. Seiten. Beiden Kopfhörern Seiten. Es ist auch so schlimm. Ich habe versucht, das Problem zu googeln. Aber ich weiß nicht mehr genau, was das Problem, wie man das Problem benennen sollte. Und jetzt bin ich am versunkenen Gefangenschiff. Gefangenenschiff. Hier gibt es Schätze, oder wie? Kann ich die... Ich glaube, die kann ich vielleicht... Bin ich noch zu weit weg? Na gut, ich springe einfach mal ins kühle Nass und gucke, was passiert. Ah, das war falsch, sorry. Ich sehe nichts. Ah, das ist ja weit unten. Das ist ja voll dunkel und das ist alles weit unten. Ist das ein Hai? Nee, das ist nur irgendein Vieh. Luft achten, aber ich habe ja noch über die Hälfte. Guck mal, da ist der wichtige Schatz, dann haben wir den schon mal weg. Was ist das? Ist das ein Schiff über mir? Solange es nur ein Schiff ist, ist alles okay. Das versunkene Gefangenenschiff, so. Noch einmal kurz den Rest ein bisschen looten. Ich glaube, das sieht gut aus. Dann gehen wir doch schnell wieder nach oben. Schnell ist auch sehr Auslegungssache. Kann ich nachhelfen? Ja, kann ich. Nee, kann ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich schneller bin als vorher. So, komm, ich würde jetzt gerne wieder ein bisschen Luft atmen. Komische Kameraperspektive. Okay, dann hätten wir das auch schon abgehakt. Loot, loot, loot. Los ist immer gut. Da haben wir irgendwelche Bilderchen. Wer hat denn hier ein Foto gemacht? Dr. Damien Kirby. Das ist ganz schick. Da haben wir noch... Poppernut 529, das ist aber eher so, naja, die Landschaft hinten, aber ansonsten. Ansonsten kein großes Kunstwerk. So, da haben wir eine Schnellreise und da haben wir auch noch zwei Fragezeichen. Dann machen wir da einfach mal die Schnellreise dahin, um uns die zwei Fragezeichen anzugucken. Die zwei, nicht die drei. Haha, oh Gott. Ganze Technik-Scheiß hat mich auch voll aus dem Konzept gerissen. Ich habe mich so auf eine entspannte Aufnahmesession gefreut. Und dann sowas. Aber noch ist der Sound da. Vielleicht bleibt er jetzt auch. Ich hoffe jetzt nur, dass das Mikro passt. Weil beim Mikro muss ich eigentlich auch immer aufpassen. Ich muss auch immer die Software, wenn ich sie einmal benutzt habe, muss ich sie eigentlich wieder deinstallieren und neu installieren, weil ich sonst Störgeräusche im Mikro habe. Wo ich auch immer noch nicht weiß, ob das an meinem sehr mittelmäßigen Mikro liegt oder auch so ein bisschen an der Gottesoftware. Ah, so, da sind wir schon wieder am Tauchen. Das will ich eigentlich gar nicht. Wo ist denn mein Fragezeichen? Das ist hier drüben. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe, ist direkt neben mir ein Bötchen. So komisch. Oh nee. Da ist eins. Das hier war nicht das Bötchen, das hier bei uns kaputt ist. Dann nehmen wir uns doch einfach mal das Bötchen. Ja.
andere Richtung. Da ist ein Fels. Das ist nicht so cool. Stimmt doch irgendwo ein Krokodil. Das hat so geplanscht. Nein! Warum können wir denn hier nicht durchfahren? Oh, guck mal, ich habe alles in Brand gesetzt. Na gut, solange ich nicht brenne, ist mir das egal. So, jetzt aber. Ah, ne, das ist schon wieder so ein Boot, ne? Das ist doch schon wieder so eins. Oh Gott. Soll ich sie einfach dotzen? Einfach einmal ranfahren. Das scheint nicht unbedingt die beste Idee. Komm, fahr noch ein Stück. Und dann abspringen. So, jetzt müssen wir nur noch... Ja, ich bin vielleicht ein Stück zu früh abgesprungen, aber ich hatte Angst. Tiere im... Nee, Tri-Re? Oh, ich habe einen Stufenanstieg, glaube ich. War ich nicht am Anfang dieser Folge noch auf Stufe 14? Oh, Hilfe! Was ist meins? Nö, das brannte nicht. Und da stand noch jemand drauf. Was ein Verkehr hier! Ist ja schlimmer als auf der Autobahn. So, ich habe eigentlich echt keinen Bock. Ich vorsichtig sein. Ja, ich habe eigentlich echt keinen Bock, vorsichtig zu sein. Was? Ey, war ich hier schon mal? Da war jemand tot. Hey, was? Ach, der schläft! Das ist ja lustig. Ich spreng dich um! Da bist du ja! Ist hier noch jemand? Oh, da steht hier noch einer. Wer ist denn von euch hier bitte der Hauptmann? Vielleicht war er das. Obwohl, der Hauptmann ist eigentlich immer dicker. Was geht hier vor? Bin gleich da. Durchhalten. Wer spricht dort? Verdammt. Pass auf. Hier stimmt was nicht. Halt mal die Augen offen. Na, na, yeah. Fast alle schön gemeuchelt, weil das Schiff aber auch so groß war und die mich nicht gesehen haben mit ihrem ganzen Holz. Ist das so ein Holzschiff, wo ich mal Holz klauen kann? Wenn ja, kann mir jemand sagen, wie? Ist das Holz? Ja, das, ich kann mir von irgendwelchen Schiffen Holz klauen, aber ich habe immer noch nicht ganz verstanden, wie. Indem ich es klein hacke. Nö, anscheinend nicht. Cool, der Endgame-Sound ist noch da. Das ist ja ein Traum. Die letzten beiden Male, wenn ich irgendwas abgeschlossen hatte, musste ich wieder neu starten. Oh Gott. Für euch waren das nur für ein paar Minuten. Für mich, glaube ich, fast eine Stunde alles in allem. Ah, ich weiß auch gar nicht, wie lange die Folge jetzt geht. Habe ich die ersten beiden Male, glaube ich, 6 Minuten, 6, 12, dann sind wir jetzt schon bei 20, kann das sein? Hat jemand mitgerechnet? Könnt ihr mir das gerade sagen? Okay, aber dann habe ich das jetzt auch. Da habe ich ein Ausrufezeichen. Das auf Stufe 20 ist, ist vielleicht nicht die beste Idee. Jetzt läuft so ein Typ hier durch die Straßen. Was soll das denn? Das ist Stufe 10, die könnte ich eigentlich auf jeden Fall mal machen. Was haben wir hier noch so? Ich könnte erstmal, also gucke mal, ich habe hier meine Quests. Ja, das wurde mir am Anfang angezeigt. Das schaffe ich niemals innerhalb der nächsten 5 Tage, aber danke. Das ist Level 12. Ach, das war das Ding. Finaldos Kontakt. Nee, hä? Geschmack ihres... Ach nee, das ist meine Hauptmission. Das war das, was ich auf der Insel gefunden habe mit diesen... Da lag ganz viel Blut und Tod und so. Wisst ihr Bescheid, ne? Ich habe... Wie viele Punkte? 2. Ich habe gleich 2 Punkte. Habe ich auf irgendwas gespart? Du kannst Ausrüstung von seltener Qualität im Geschäft kaufen. Das hört sich nicht nach mir an. Du kannst länger Wasser... Ja, okay, aber auch nicht unbedingt. Zusätzliche Nahkampfwaffe. Stoßding. Stoß-dich-nicht-Ding. Höchstleistungsangriffs... Nee, ich glaube zumindest nicht, dass ich auf irgendwas gespart habe. Bogenträger. 2 verschiedene Bögen. Nö. Beutepfeile in deinem Schild stecken? Ja, wenn ich mal so... Als ob ich so schnell bin und mein Schild hochhalte, wenn irgendjemand auf mich schießt. Was war das hier? Du plünderst automatisch. Nee, das ist purer Luxus. Sind die Sachen hier interessant? Streuzone zu verkleinern. Das hier ist vielleicht mal interessant. Dafür brauche ich das hier. Das interessiert mich halt null. Ziehe einen gegnerischen Reiter von seinem Reittier und übernimm die Kontrolle darüber. Hm.
Verdoppelten Schaden. Warte, wofür kriege ich verdoppelten Schaden? Verdopple den Schaden deiner Höchstleistungsfähigkeit. Ach, ja. Ja, kann man ja eigentlich mal machen, aber dann doch wieder nicht. Mein Geld gebe ich sowieso nur für Klamotten aus. Das ist halt das ganze Hilfsmittelding. Das finde ich eigentlich tatsächlich interessant, der Tierdonkteur. Da sollte ich vielleicht doch einfach mal hier in die Richtung gehen. Obwohl, der kostet sogar 3. What the fuck? Vielleicht muss ich irgendwann nochmal richtig vertauchen. Halte nach einem leichten Angriff R1 gedrückt, um einen Stoßangriff-Kombo auszuführen. Wow, wenn ich mir das merke, ist das vielleicht gar nicht mal so scheiße. Das ist alles wieder für 2. Haben wir noch irgendwas für 1? Verdopple. Ich sollte vielleicht aber auch mal in die Richtung hier gehen. Irgendwann macht das vielleicht schon mal Sinn. Was bekam ich hier nochmal? Achso, das passive Plündern. Na, nee, das ist bescheuert. Das hole ich mir zu allerletzt. Das ist Luxus. Luxusprobleme sind das. So, wann kann ich denn mal wieder was Lustiges ausrüsten? Ich meine, herstellen. Nicht ausrüsten, sondern herstellen. Da fehlt mir ganz viel. Aber fehlt mir auch ganz viel. Da fehlt mir nur ein bisschen. Könnte ich die versteckte Klinge mal... Oh, ich brauche Holz. Aber ich verstehe das mit diesen Holzschiffen nicht. Ich kann mir Holz nur kaufen. Ich muss vor der nächsten Aufnahmesession auf jeden Fall nochmal googeln. Jo. Achso. Dann sollte ich jetzt trotzdem gucken, was ich als nächstes tue. Wer ist denn hier? Ach, da führt mich meine nächste Hauptmission hin. Okay, interessant. Stufe 20. Nope, Stufe 15. Na, da bin ich aber gerade erst geworden. Ich würde vielleicht tatsächlich die Odyssee machen. Lass mal hier Schnellreise. Und dann gucken wir uns das mal an. Oh nee, im Sound ist das. Das ist gerade echt ein Traum. Ich habe jede Sekunde Angst, dass er weg ist, aber... gerade ist es sehr schön. So schön, dass ich ein bisschen übe. Solltest du lieber Quests abschließen, als unschuldige Wachen anzugreifen? Auch Wachen haben Familie, what the fuck? Ich greife nie unschuldige Wachen an. Die greifen immer mich an und da muss ich mich verteidigen. Wie lange mache ich denn hier jetzt noch? Bei was bin ich denn jetzt? 24? Wir gucken und wir nehmen die Quest auf jeden Fall noch an. Ich habe jetzt halt echt nicht mitgerechnet. Ich habe jetzt nicht aufgeschrieben, die ersten 2 Hälften dieser Folge, die ich ja quasi separat aufgenommen habe, wie lange die gingen. Wie komme ich da hin? Oh, sie sind ja noch voll weit weg von hier aus. What? Hä? Hey, ich wollte hier hin. Du führst mich voll in die falsche Richtung. Ich wollte gerade sagen, so weit weg war das doch gar nicht. Ich will gerade nicht zu meiner Hauptquest. Kann ich die Markierung mal aufheben? Dankeschön. Das irritiert mich sonst nur. Viel besser. Aha. Ich muss hier irgendwo runter. Oh oh. Ah, nicht so weit. Nein, nein! Selbst das hat ihm wehgetan. Kann ich klettern? Was ist das denn hier? Wie komme ich denn hier mal ohne zu sterben runter? Das ist keine gute Idee. Das ist absolut keine gute Idee. Ja, das ist schon besser. Jetzt spring bitte auf dieses Dach da. Ja, hat er hinbekommen. Bin ich stolz auf dich. Nicht in das Loch, nicht in das Loch, nicht in das Loch. Und da, junge Dame. Ich weiß, was ich hier tue. Hier hochklettert, obwohl ich es gar nicht wollte. Oh, jetzt tut mir wieder weh. Nee, doch nicht. Manchmal verstehe ich es nicht. Oh, guck mal, mit dir soll ich reden. Die Wachen sind überall. Bei Serapis. Ach, du warst hier. Ich erinnere mich an dich. Was macht ihr denn auf der Straße? Die Wachen fanden heraus, dass ich die Nahrung dem Volk zurückgab. Sie haben ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Priester des Lichts zu sein, ist ein düsterer Beruf in dieser dreckigen Stadt. Ich kann euch aus Alexandria bringen, wenn ihr wollt. Aber ich kann nicht ewig auf euch aufpassen. Ich verlange zu viel von dir, Magi. Es gibt einen kleinen Tempel nördlich von hier, der mich aufnimmt. Die Philakita überwachen die Straßen, Magi. Wir müssen zum Kanal. Dort sollten wir ein Boot nehmen. Ich spicke jeden mit Pfeilen, der sich uns in den Weg stellt. Seid wie Amun, Priester. Vielleicht können wir euch unbemerkt hinausbringen. Da
Dann nehmen wir aber mein Kamel, oder? Magst du aufsteigen? Ah, er mag aufsteigen. Okay, dann los. Ich glaube nicht, dass wir ihn unbemerkt hier rausbringen werden. Ich bezweifle, dass das so einfach wird. Oh oh. Da waren noch Wachen, oder? Das ist nicht der beste Weg, aber es ist der geradeste Weg. Sorry, Leute. Wow. Wow. Ich dachte jetzt ein bisschen. Oh fuck, da ist ein rotes Ding. Wo ist es denn auf der Karte? Ganz kurz. Da vorne, wenn ich jetzt. Eigentlich weiter geradeaus? Warte mal. Ja, das andere geradeaus. Einmal umdrehen und dann links. Aber nicht hier, oder? Oh. Nee, schon der Straße folgen. Das ist aber so ein rotes Ding hier. Ich bin weg. Bitte mir, Kyrios. Wir sind im Vorteil. Versteckt euch! Ich kümmere mich um diese Wachen. Tja, das nennt ihr kämpfen? Greift mich an! Ja, ja, greift mich an. Jetzt liegt ja auch noch eher am Boden. Was seid ihr denn für feige Säcke? Komm her! Oh, Alter. Jetzt einfach mal eingesetzt. Wenn ich all meine Feinde gar nicht sehe. Da hinten läuft noch einer rum. Komm her. Das ist ein Fetter auch noch. Okay, weiter. Nee, irgendeiner schießt noch auf mich. Von hinten, hä? Wo denn? Oh, wie viele? Kommt da immer mehr? Macht das überhaupt Sinn, die alle zu bekämpfen? Nein, komm her, komm zurück. Ich bin mir nicht sicher, ob das schlau ist, was ich hier tue. Setze diese Aufsage. Ihr könnt wieder rauskommen. Ah. Ich habe noch nie zuvor so viel Blut gesehen. Die Verschlingerin und Apophis müssen erfreut sein. Und der Geruch. Der Gestank. Man gewöhnt sich dran. Tatsächlich? Nein. Oh. Ich loote noch ein bisschen, aber dann schnell weiter. Bayek. Priester werden selten dazu berufen, dem Volk zu dienen. Und nun büße ich dafür. Ihr sollt den Göttern dienen, Priester, nicht dem Volk. Aber ist das genug? Die Götter haben Wünsche, Bedürfnisse. Aber die hat das sterbliche Volk doch auch, nicht wahr? Ich fürchte, diese Frage können andere besser beantworten. Mein Kamel ist voll blutgetränkt. Es war der eine Typ, der irgendwie... Ach, ich weiß nicht, woher er kam. Aber guck mal, jetzt sitzt er auch wieder. Seraphis sei Dank. Sind wir hier safe? Was haben wir gerade getan? Oh. Meint er da nicht gerade stirb, Rebell? Aua. Wow. Komm her. Hey, du darfst nicht hier sein. Was? Was? Ich dachte, er hat mich erwischt. Oh Gott, jetzt habe ich sie erst auf mich gelenkt. Ernsthaft? Ich reiß dir die Eingeweide raus. Wir müssen auf mich aufpassen. Was tust du hier? Ich will kein Foto machen. Ich habe auf irgendeinen Knopf gedrückt. Idiot. Seraphis sei Dank. Wo waren wir noch gleich? Hier trennen sich unsere Wege, Magi. Ich bin nun kein Priester mehr. Lysander war mein Name. Es wäre schön, wieder Lysander zu werden. Dann gehe in Frieden.
Lysander. Du auch, Magi. Bayek. Vielen Dank. Ah. Oh. Was ist ein Phylakis? Das war der Dicke, ne? Uh-oh. Wie komme ich hier weg? Verliert er mich? Kommt er jetzt auf mich zu? Sollte ich vielleicht einfach nicht in die Quere kommen? Sind wir noch hier? Oh, fuck, er kommt voll in meine Nähe. Kann ich nicht einfach abhauen? Ich meine, ich würde mich jetzt eigentlich gerne umgucken, aber jetzt gerade würde ich gerne einfach abhauen. Was ist denn hier? Ist hier noch... Ach, guck mal. Da ist ja noch sowas. Hier waren ganz viele Schätze, aber das war der königliche Palast. Ja, das war so ein bisschen tricky. Ich will erstmal weg. Aber wohin ist die Frage? Gegen den Dicken will ich auf keinen Fall kämpfen. Wir haben ja noch der letzte Leibwächter und wir haben ja auch noch einen unbekannten Ort. Bevor würde ich vielleicht hier den unbekannten Ort und die Rolle mitnehmen, kommen wir mal hier eine Schnellreise hin. Obwohl ich die Folge jetzt, glaube ich, eh beenden muss. Einmal schnell von den Fetten geflohen. Ich habe keine Ahnung, bei was wir jetzt sind, bei wie vielen Minuten. Ich glaube, es sind ein paar. Deswegen würde ich mich während des Ladebildschirms schon mal verabschieden. In der Hoffnung, dass euch trotz technischer Habeleien die Folge gefallen hat. Und dass ihr mit hoffentlich nicht noch mehr technischen Habeleien wieder mit dabei seid. Bis dahin.